Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, das Neueste aus der C64-Werkstatt. Ich habe versucht, die Tasten etwas zu säubern bzw. etwas zu entbleichen. Aber wie man hier vielleicht sieht, ist das Ergebnis nur, bedingt bis gar nicht erfolgreich. Also die Vergilbung ist so stark drin hier. Im Kunststoff, also da muss man richtig mit scharfen Mitteln dran. Zum Vergleich, die dazugehörige passende Space-Taste, das hat sehr gut funktioniert. Wenn man so ein bisschen so vergleicht, kann man vielleicht schon erkennen. Also so sah die Space-Taste vorher auch aus. Ja, wie habe ich das hinbekommen? Ich habe ganz einfach Schmiegelpapier genommen, ganz feines Schmiegelpapier. Ja, hier sieht man noch ein paar Stellen. Und musste richtig schon ordentlich Material abnehmen oder abschmiegeln, dass man diesen Effekt erzielt. Ja, aber nur bei den Tasten jetzt rumzuschmiegeln, denke mal, dann wird auch jetzt hier der Aufdruck dann verschwinden. Und das ist ja auch nicht gerade zielführend. Ja, ich denke mal, ich baue das jetzt so wieder zusammen. Ist eh nur eine Ersatztastatur für alle Fälle. Gereinigt ist die in dem Sinne, der ganze Schmutz, der ganze Staub ist weg und das ist auch schon wenigstens schon mal so ein kleiner Mini-Erfolg. Ich würde sagen, ja, ich baue wieder alles zusammen. Die Federn habe ich hier, jetzt mache ich die einzeln hier so, ja, weggeheftet, weil sonst können die sich auch immer ganz gerne verknoten und dann bekommt man die schlecht wieder auseinander. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, zum Beispiel mit der Commodore-Taste. Die müsste hier hinkommen. Dann geht es jetzt hier so Step by Step, geht es jetzt in dem Sinne so weiter. Ja, das meinte ich hier. Das kann ganz schnell passieren, dass die sich hier so ineinander verhaken. Und dann kriegt man gar nicht mit, dass zwei in einem sind. Ja, die gehen eigentlich ganz leicht und ganz easy gehen die wieder rein. Hier auch wieder zwei auf einmal. So, das Pluszeichen. Das Plus ist nur in 7. So, ein kurzer Check. Alle Federn sind schon mal da. Ja, dann kann ich ja mit gutem Gewissen alles wieder zusammenbauen. Eine Taste fehlt, warum auch immer, die werde ich noch suchen und dann kommt die auch noch hier rein. Und natürlich die Space-Taste, hier sieht man schon, ja, die Space-Taste ist schön, der Rest nicht. Letzte Taste habe ich auch gefunden. Ja. Oh, na. Ah, ich dachte jetzt schon, die letzte Taste wäre kaputt. Gut, das ist jetzt ein bisschen fummelig. Mit der Space-Taste. Hier war so ein bisschen Schmodder dran. Die letzte Feder ist noch schmutzig. So, hier habe ich ein Foto gemacht, wie die Space-Taste, na, kann man es erkennen, wie die Space-Taste drin war. Und so muss ich die jetzt auch wieder einsetzen. So, aha, so rum oder so rum? Das ist jetzt natürlich die nächste Frage. Die war auf jeden Fall so rum. Und dann war das einmal hier drin und einmal dort drin. Jetzt muss ich ihn ja eigentlich nur noch hier rein. Ja, genommen habe ich dieses Zeug hier. Und das klappt auf jeden Fall, wie man hier vielleicht noch sieht, mit der 1541-2 klappt das sehr gut. Aber nur mit den Tasten leider nicht. Ich denke mal, es ist auch ein bisschen anderes Material. Das fühlt sich auch schon anders an. Ist ein bisschen besser geworden. Ist natürlich in erster Linie sauber geworden, ja.
Hier sieht man es auch nochmal. Also dieses Oxy-Action oder Mac-Oxy-Action funktioniert bei der 15412 ganz gut. Hier zum Vergleich, die ist unbehandelt, ganz vergilbt. Und ja, das wäre dann das Resultat. Ja gut, ich denke mal, ich lebe damit jetzt. Ist eh nur eine Ersatztastatur. So, der 8-Bit-Flo, der hat ja letztens mal so eine kleine Roomtour gestartet. Ich dachte mir so eigentlich, das ist ein guter Anlass, um auch mal hier so einen kleinen Einblick euch zu präsentieren, wie es bei mir jetzt hier so ausschaut. Ja, das wäre jetzt hier mein Haupt-Commodore. Die Floppy, die ist nur eine Trappe, die ist kaputt. Die Floppy, die funktioniert. Und ja, die funktioniert so halb. Da bin ich gerade dabei, die wieder fit zu machen. Ja, liegt auch ein bisschen daran, dass die 1541C gefällt mir eigentlich am besten. Obwohl, ich habe mir sagen lassen, das ist keine richtige C. Ja, weil die halt eben noch eine andere Platine hat und so weiter. Genau, und die ist auf jeden Fall eine Original-C mit Lichtschranke. Und die versuche ich wieder fit zu machen. Ja, wie gesagt, diese hier, die ist erst, das Projekt ist erstmal auf Eis gestellt. Ja, hier sind jetzt hier meine beiden Controller. Und ich habe es auch am liebsten, wie man vielleicht hört, ohne dieses Klicken, also ohne diese Mikroschalter. Ich finde es persönlich besser und auch nicht so störend. Ja, hier unten wäre noch mein Server. Ja, zum Aufnehmen oder Streamen in erster Linie. Hier habe ich noch eine schöne 1541. Ich glaube, die könnte man auch wieder flott machen. Ja, hier sind noch ein paar Kabel drin. Nichts Wildes. Und hier ist noch so ein kleines Geheimfach von mir. Oh, ein bisschen Licht. Ja, hier oben, das wäre der Aldi-PC. Das wäre der Maxi. Das wäre ja mein Backup C64C. Der funktioniert voll. Der ist tiptop in Ordnung. Die beiden Floppies, die funktionieren leider auch nicht. Hier habe ich schon mal angefangen, die ein bisschen zu bleichen. Hier sieht man es sehr schön. Also die sah vorher auch genauso aus. Und aufgrund meines Bleichungsprozesses ist die hier quasi wieder wie neu. Und ja, die wird auch noch immer irgendwann gebleicht. Ja, dann eine Etage tiefer habe ich hier eine Final Cartridge 3 oder 2, ne, 3 Version 2. Ich glaube, so schimpft die sich. Hier wäre noch eine originale Final Cartridge aus dem Jahre 1987. Die funktioniert tipptopp. Da habe ich letztens noch die Schalter nochmal nachgelötet. Ja, hier sieht man es, der ist jetzt hier ein bisschen kürzer. Ja, ich halte das mal hier so dran. Genau, der ist nämlich abgeflutscht und da habe ich mir so gesagt, so nee, das hat keinen Zweck mit Original-Hardware, die versuche ich noch zu schonen. Und ja, deswegen habe ich mir die geholt. Aber aus irgendwelchen Gründen zickt die manchmal so ein bisschen rum. Und deswegen ist jetzt hier eine andere drin. Aber auch so eine aktuelle. Ja, hier hätte ich noch eine Datasette, die habe ich noch gar nicht getestet. Die habe ich auch mal von Apple und Ei bekommen. Und genau. Da habe ich noch ein paar Tapes. Keine Ahnung, was das ist. C16 plus 4. Ja, und hier sind auch noch sogar Original-Tapes drin. Ja, eine kleine Diskettensammlung. Und ja, meine neueste Errungenschaft, Original-Commodore-Disketten. Die waren sogar noch eingeschweißt und funktionieren. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Joysticks. Genau, und hier hätte ich einen mit Klick. Mit Klick, das mag ich nicht, mit dem Mikroschalter. Und hier wäre auch noch mal ein, ja, einer ohne Klick. Also habe ich sie persönlich am liebsten. Ja, hier wäre noch eine Maus. Die muss ich auch noch mal testen. Diverse alte Netzteile. Für mich sind die eigentlich wertlos. Ich weiß noch nicht, was ich damit vorhabe. Ich werde auf jeden Fall nach und nach ersetzen, ja, gegen moderne Netzteile, wie hier zum Beispiel für die 1541-2. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Ja, und hier sind einfach noch ein paar Restaurationswerkzeuge drin. Isopropanol und ähnliches. Ja, so schaut es hier aus. Und meine Sammlung wird natürlich
ständig erweitert. Zumindest ist das jetzt hier so mein Plan. Aber auch nur das, was Sinn macht. Und wenn wir einmal dabei sind, Raspberry Pi habe ich hier noch. Das möchte ich auch nochmal testen, dass ich daraus vielleicht eine 1541p mache oder irgendwie so etwas in der Richtung. Ja, als Retro-Gamer hat man es ja nicht leicht, sage ich einfach mal. Ne? Viele verstehen das Hobby nicht so ganz, ist auch auf eine Art nachvollziehbar, aber trotzdem, es macht mir einfach nur Spaß und wie ich bei YouTube und generell im Internet so feststellen kann, gibt es ja genug andere Verrückte, die genau das gleiche Hobby teilen. Und das finde ich auch ganz gut so. Und auch, dass der Markt im Endeffekt noch so groß ist, so viel, wie viele Ersatzteile man noch bekommt. Also wirklich sagenhaft. Man muss nur mal bei eBay gucken oder Faszination 64 zum Beispiel oder PCBWay heißen die, glaube ich. Die stellen auch ein paar coole Sachen her. Ultimate 2, Pi, was man mit Raspberry Pi alles noch machen kann. Also da gibt es ja wirklich überhaupt keine Grenzen. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Ja, ich dachte mir so. Weil der 8-Bit-Flow, der hat so eine kleine Roomtom mal gezeigt und andere YouTuber ja auch. Und ich finde das irgendwie immer interessant, so wie die ihr Setup aufgebaut haben, was sie alles noch so in den geheimen Schränken haben. Und ich dachte mir so, ich mache da auch mal so ein kleines Mini-Video drüber, wie es bei mir so aussieht, was ich so alles habe. Meine Sammlung ist jetzt nicht so groß und ich denke mal, die wird auch allzu groß nicht werden. Ich werde immer versuchen, so ein bisschen Backup-Material zu haben. Also zwei funktionierende C64er sollten schon da sein. Zwei Floppies, die funktionieren. Vielleicht noch ein paar Ersatzteile und dann sollte es eigentlich auch reichen. Zumindest ist das jetzt so mein Plan. Stand heute. Kann sich natürlich auch jederzeit ändern. Ich meine, wenn man so bei eBay und so weiter guckt, entdeckt man immer irgendwie etwas. Und ich biete auch mal mit, aber immer nur so einen Minimalbetrag. Aber da habe ich schon mal das eine oder andere mit ersteigert. Zum Beispiel die Datasette, die wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich dachte mir, ach komm, biete es einfach mal mit. Und ich glaube, für 12 Euro plus Versandkosten war es auf einmal meins. Ne? Dachte mir so, okay, warum nicht? Ne? Die habe ich auch ganz günstig bei eBay Kleinanzeigen bekommen. Und der wollte dafür nur 40 Euro haben. Sieht, ist klar, ist sie natürlich jetzt nicht so tipptopp, sage ich mal. Ne? Aber das kriegt man alles wieder hin. Und zumal ist es eine echte 1541C und die wollte ich unbedingt haben, eine mit Lichtschranke. Und die findet man ja dort nicht so oft, sage ich mal. Und dann dachte ich mir, das kommt für 40 Euro. Nehmt sie einfach mal mit. Sollte an dieser Stelle gewesen sein. Ganz kurz und knapp, nur so mal so ein paar Infos so am Rande. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!